Ja, Freunde, willkommen zu einer weiteren neuen Aufnahme von Dead by Day. Leid. Genau, und auch hier wieder da, liebe Holy Diver. Heyo, Freunde der Sonne, willkommen zu Dead by Daylight. Ich hoffe, ihr habt bis jetzt hier viel Spaß mit den Runden, die wir gespielt haben. Auch wenn ich Michael Myers bis zum Abkotzen hasse. Ja, dann hallo, hallo von meiner Seite aus. Jawohl. Ja, Leute, falls ihr es noch nicht gesehen habt, der eine oder andere hat es vielleicht von euch schon gesehen. Der liebe Holy hat mal so ein Holy informiert gemacht. Oder das Holy denke ich One immer. E-Log. Ja, schaut doch da mal vorbei. Die Verlinkung findet ihr entweder oben da, also da, wo das Ausrufezeichen oder da. Oder halt unten in der Kommentarleiste. Ich denke mal, ich mache beides, wenn das irgendwie so. Ja, doch, das geht ja. Und einfach mal angucken, weil ich denke mal, das ist aussagekräftig und da können sich einige YouTuber noch ganz schön eine Scheibe von abschneiden. Also danke, Holy, Einige für die. Zuschauer. Danke für dieses lieber tolle Video, mein lieber Holy. Besser hätte ich es nicht rüberbringen können. Kein Problem. Das ist doch mal ein ehrliches Feedback. Mit sowas kann man doch anfangen. Woll, Holy? Oh, ein Totem, meins. Oh, der hat schon disconnected und wir haben die Kettensägen-Pipi. Der dich gesehen hat. Hey, lass den Alice in Ruhe. Oh, ich bin aber, ich habe den gut verarscht. Der ist aber auch schlecht. Der hat die Kettensäge gemacht. Ich bin direkt an ihm vorbeigejumpt. Das ist wieder really? Weißt du, Holy, was ich meine? Ach ne, Holy, come on, babe. Hör nicht mal Generator. Und dann ist da so eine feige Plinze, Alter, die dann gleich mal das Spiel wieder beendet, ey. Ah, immer diese Kinders, ey. Wenn ihr das Dead by Daylight nicht spielen wollt, dann lasst es am besten ganz. Geht aber nicht rein und sagt und geht dann wieder raus, so, weil ihr denkt, ah, der Killer gefällt mir nicht, das kann ich nicht schaffen. Ihr seid solche Loser, wenn ihr dann an dem Punkt schon. Oh, im Keller, das ist scheiße, Holy. Ja, ich habe mich frei wickeln können. Wow, sehr schön. Ich bin beim Der hat sich Bus. gleich wieder, glaube ich. Also, wenn ihr es schaffen solltet, ich bin beim Bus. I won't help you. Ah, scheiße, ich bin direkt in die Arme gelaufen. Ja, komm. Ja, wenn er Punkte macht, der ist auf Punkte aus, der Kollege. Das heißt, Ja, also er bringt mich wieder in den Keller, er guckt gerade die Palette mit sich wieder. dann ist er wieder Punkte aus, wenn er die Keller bringt. Er geht wieder hoch. Herzkörper habe ich noch. Jetzt fährt er weg mit der Kettensäge. Oh nicht, er ist noch da. Soll er da bleiben? Können wir Generator machen? Meine, dummer Killer. Ist so scheiße, wenn man kämpft, da kriegt man die anderen Leute nicht. Ja, er hat schon einen bekommen. Liebe Freunde, die Killer spielen und wie in der Richtung genauso spielen wie dieser Killer hier. Wie gesagt, wie der gute Virus schon gesagt hat, es bringt euch nichts, wenn ihr an den Überlebenden dran bleibt, den ihr gerade aufgehängt habt. Es verschafft den anderen Überlebenden Zeit. Ich weiß auch nicht, wo der andere ist, der liegt. Also ein Muskelkörper, aber kein Herz, Kasper. Oh. Und für die Leute, die mein Klicken hören, tut mir furchtbar sorry, aber geht nicht anders. Ja, das wird eine keine gute Runde. Ist er bei dir? Nö. Ich bin aber fast down. Schaffe ich nicht mehr, oder? Nee, schaffst du nicht mehr. Auf Wiedersehen, Freunde. Es war schön mit euch. Wir sehen uns in der Hölle wieder. Scheiße. Hätte ich die jetzt nicht geheilt, dann hätte ich es geschafft.
Der heißt Lenny, der Killer. Duff Lenny. Lenny? Aha. Ist doch eigentlich ein Hundename, oder nicht? Glaube ich nicht. Also, mein ehemaliger Chef und Chefin, die haben einen Hund, der heißt Lenny. Ah, okay. Oh, oh. Bitte guck jetzt nicht in den Spind rein. Jetzt hau ab. Ja, das ist gut. Okay, aber folgt gerade die andere. Du hast Zeit. Ja, es ist wirklich ein dummer Killer. Scheiße, zu dämlich. Oh Mann, ey. Schneider, schneider. Da geht doch dummer Killer. Jetzt der trifft nur der Glück, der Zufall immer. Wenn er jetzt schon aufgeht, das ist echt ein dummer Killer. Achtung! Oh. Achtung, der ist auf der anderen Seite. Nach links. der ist wirklich dumm, der hat sich sogar verloren. Oh, das, ich kenne den nicht auf der Schau. Aber tut mir leid, ey. Also. Ja, der macht schon wieder den Generator. Ja, ich hab jetzt auch angefunden. Naja. Der Bilder hat's drauf, muss ich sagen. So, ich beobachte beide jetzt mal. Also, jetzt ist noch alles ruhig. Das ist doch mal wieder ein sehr schicker Rund. Ja, scheiß Generator, das dauert ewig, ey. Kann ich mal genau sagen, wo der jetzt gerade ist, der Killer? Machst du den nächsten Generator? Die ist bei einem der Ausgänge am Generator. Ja, bei meinem, wie viel denn noch? Weißt du nicht, ne? Jetzt, die schafft gerade, die ist nicht mal bei der Hälfte beim Generator. Er ist jetzt aber auch gerade bei ihr und er erwischt sie. Alles klar, ich sehe es. Kriegt jetzt auch in deine Richtung. Achtung, ich glaube, der weiß, wo du bist. Nee, ich weiß, er nimmt sie jetzt. Achtung, die geht in deine Richtung. Ist der dumm, ey. Ja, jetzt kommt die hinterher. Ja, soll er mal. Er hat sich schon wieder verloren. Ist das eine Blindschleiche? Ist das eine Blindschleiche? Leco mio. Ach, und der ist beim Haus. Ha!
Er ist hinter dir hinterher. Ah ja. Ja, jetzt weiter wieder zu ihr. Der weiß, glaube ich, gar nicht, wo du bist. Der gibt jetzt gerade wieder Kenntnisse gegen dir. Hoffen wir, jetzt könnt ihr wiederkommen. Ja, hau ab. Ja, ist schon ein ziemlich dummer Killer. Ist die dumm, ey. Die sieht genau, wo der Killer ist, rennt aber auf ihn zu, ey. Okay, okay. Versteck dich einfach und warte mal, bis du die Luke, oder such die Luke am besten. Er ist immer noch bei ihr? Ja, ja. Noch hast du Zeit, weil er ist nicht mehr bei ihr. Die kriegt jetzt in deine Richtung. Also mal komm. Er ist wieder bei ihr. Er ist bei dir jetzt. Ja, das ist aber ein ganz schön strunzdämlicher Killer, ohne Scheiß. Guck mal einer an. Er hat die Klappe gefunden. Versteck dich am besten mal. Kann ich hier helfen oder nicht? Die ist fast am Abnippeln, die hat's nicht mehr lange. Er ist mal wieder bei ihr, oder? Ich will die Ketten sicher auf jeden Fall schon. Ja, ich höre Herzklopfen. Er ist wieder bei ihr. Aber sie sieht, ist eine andere Frage. Er ist wirklich blind wie ein Blindfisch. Ein paar Punkte holen. Ach scheiße. Ach du, der ist bei dir. Ach, bleib der lieber, denkt, dass ich... Bleib lieber bei der Klappe. Der denkt, du willst sie retten. Er denkt, okay, da geht das an den Generator, will Punkte machen oder geht das zu ihr? Also läuft er immer hin und her. Ja, der fährt hin und her den langen Weg beim Backer hin und her. Ach, ich muss auch ganz hinten rumlaufen, ist auch kacke. Nee, lass sie lieber, lass sie lieber. Ist zwar ein bisschen unfair gegenüber, aber lass es bitte. Nicht auf dumme Ideen kommen. Eros, lass es. Der wartet nur drauf, die ist gleich tot. Bye. 2, 1, tot und raus. So. Ja, geil. Ach, herrlich. Pass mal auf. Was mit X, das war wohl. Ah, komm schon. Nix. Ich hab die meisten Punkte, Alter. Wir haben das denn gemacht. What the fuck? Aber ich war gut, ey. Die Folge, geile Sache immer. Oh, herrlich. Ja, aber man hat auch mal einen schlechten Killer. Die sind ja nicht immer alle gut. Und warum hast du sie nicht gerettet? Ja, ich würde sagen, warte mal. Können wir noch eine hinterher kloppen? Was meint die Zeit? Was machst du? Was meinst du? Ja, wir können schon noch eine Folge hinterher haben. Ja, komm, wir machen eine Extended-Folge oder sowas. Auch je nachdem, wie lang das jetzt schon geworden ist. Übernehme mit, lade ich jetzt mal ein, ja? So, bitteschön. Er fragt wirklich eiskalt, warum du sie nicht gerettet hast. Hab ich für dich geschrieben, weil er nicht dumm ist. Ja, ne? Warum hab ich mich denn so gut gemacht, ne? Warum konnte ich die Killer abhängen? Weil ich bin ja nicht schlecht. Ne? Ich habe ja mich mittlerweile gemacht in dem Spiel. Und auch vor allem, Freunde, ja, er hätte sie retten können, aber andererseits, sie war auf einer geraden Strecke. Da hätte er mit der Kettensäge locker flockig hinbrettern können. Ja, der hätte mich dann auf jeden Fall schneller gekriegt, als ich hätte geradeaus weglaufen können. Das ist dann halt immer... Deswegen habe ich es nicht gemacht. Ich habe sie einmal gerettet und da er immer hin und her gelaufen ist, wollte ich den Krieg jetzt nicht nochmal angehen.
weil es geht so lange gut, bis es dann einmal schief geht. Und das gibt man dann halt nicht ein. Man weiß irgendwann, okay, dann bis dahin nicht weiter. Deswegen hat der Holy auch gesagt, lass es Virus, lass es, die ist eh gleich tot. Und ich denke, ja, okay, scheiße, komm, hörst du mal drauf. Ja, ne? Und. Ja, dann, Freund, es ist so ist sehr das. Unfair gegen der Person jetzt gewesen, wo am Boden gelegen ist. Ja, wir wissen, wir hätten sie retten können, wenn wir Glück gehabt hätten. Aber wie gesagt, ist dreckig, wenn ihr den, als Killer den Kettensägenmann habt, und der Kettensägenmann hat eine gerade Strecke, wo er die Kettensäge aufladen kann und durchrattern können, ist das eine Todesfalle. Weil ja. Wenn ihr jetzt im Krieg, habt ihr eine gerade Straße und hinten ist ein Haus und da drin ist ein Scharfschütze. Und ihr seht, dass da ein Soldat verwundet am Boden liegt, weil der Scharfschütze nicht richtig getroffen hat. Und ihr wollt ihn retten. Ihr rennt gerade darauf zu. Was kann der Scharfschütze machen? Euch eiskalt einen Headshot verpassen. Das ist zwar ziemlich schmerzhaft und traurig und deprimierend, den sterben zu lassen. Aber ganz ehrlich, bevor ihr den rettet und dabei drauf geht, lasst ihr ihn lieber verrecken. Ist böse, ich weiß. Ist aber so. Ja, man hätte alles klar, auch, danke, Holy. Guck dir die Aufnahme auf jeden Fall an, das wird lustig. Man hätte auch quasi eine Rauchgranate hinschmeißen können, dass der Scharfschütze nichts sehen kann. Schön gut, aber hab mal eine per Zufall dabei. Oder was sagst du, Virus? Ja, oder Silvesterknaller. Auf jeden Fall irgendwas zur Ablenkung. Das bringt viel. Ich kann da nicht viel zu sagen. Hast eigentlich schon alles gesagt. Mir fällt auch gerade nicht irgendwie was dazu ein, weil es ist einfach, man soll an einer gewissen Stelle in einem Spiel, sprich Dead by Daylight oder irgend so ein anderes Spiel jetzt halt, ne, was einer von euch jetzt spielt, halt dann an einer gewissen Stelle ein bisschen taktisch denken oder pragmatisch. Sagen, das könnte jetzt passieren oder das kann jetzt nicht passieren. Eventuell das noch, ja. Deswegen habe ich gerade einfach mal das gemacht, was für mich am besten war. Und ich denke, okay, lass es so. Ich habe es einmal gerettet. Vielleicht hätte ich es das zweite Mal versuchen können. Ich lache, aber wenn ihr schon schreibt, heiß wie die. Wahrscheinlich meint sie mich mit Sweetie. Das hätte ich jetzt nicht geschrieben. Ja, ach, mal gucken. Vielleicht gewinnt man ja auch so oder in ein oder anderen. Man muss ja halt in gewissen Sachen auch mal ein bisschen frech werden. Ich meine, andere können das auch, ohne dann halt drüber nachzudenken, ob das gut oder schlecht war. Also einfach machen und abschlecken. Wenn es dir nicht gefällt, dann guck doch woanders hin. Nee, so, es geht ja nicht darum, ob es einem gefällt oder nicht. Wenn zum Beispiel Leute. Du meinst, dabei du denkst, dass alles Spam rüberkommt oder was? Nee. Wenn Leute zum Beispiel merken, oh, sie sind in einem Stream dabei oder oh. Sie sind in einem Let's Play dabei und wollen aber nicht in einem Let's Play oder einem Stream dabei sein. Hätte jetzt der Killer Folgendes machen können, nicht sich auslocken. Der Killer kann ja nicht mitschreiben. Er sieht nur, dass die aber Leute reingehen. Er sieht, was wir schreiben. Sicher? Ich habe das ja noch nicht betrachtet, so von dieser Seite. Oder du hast es gesehen, ob du jetzt recht hast oder nicht. Also. Wir können ja mal, wenn die Runde vorbei ist, mal ganz kurz, nimmst du den Killer. Wenn man tötet deine Freunde, dann schreibe ich was in den Chat. Das siehst du hundertprozentig, was die schreiben. Okay, dann machen wir das dann nach der Aufnahme. Machen wir das mal, dann testen wir das mal. Der Killer kann zwar lesen, was wir also, schreiben. Also, Leute, auch mal einen schönen Gruß an alle da draußen, die es gerade sehen. Ihr seid alle recht herzlich dazu eingeladen, mit uns mitzuspielen. Also, wir würden uns mega über neue Leute freuen. Und auch deren ihren denen ihren Eindrücke, Kommentare. Also, ne, ihr seid recht herzlich willkommen. Kanal Info, Teamspeak Daten findet ihr da. Also, let's join. Ich muss aber dazu sagen, wir spielen nur mit euch, wenn wir euch vorher ein bisschen kennenlernen. Fremde Leute will ich nicht haben. Sorry, ich bin leider so misstrauisch geworden, weil ich schon alles eine oder andere so, Mal. So, konzentriere dich bitte aufs Spiel. Okay, ich bin so offen wie eine Pellkartoffel.
Der Feinsteller. Alles klar hier, mein Bärchen. Oh, hier ist direkt ein Generator und Totem habe ich auch schon zerstört. Ja, der rennt hier rum. Scheiße! Ah, oh, scheiße! Er wusste, warum er da rumrennt. Weil er dich wieder gefunden hat. Nee, wenn ich rechtzeitig gedrückt hätte, dann hätte ich ihn, wie er gerade durchgehen wollte, die Palette wieder zahlen können. Ja, manchmal kommt das spät. Kommt dann erst hinterher, wenn du dann schon einen weg hast. Oh, der hat nicht. Ach, da hinten auch noch. Ich bin gar nicht so weit weg von hier weg. Jetzt ist es wieder Wickel. Ach, er bleibt da hinten. Oh, die Hänge. Er geht weg, hat keine Falle gestellt. Das ist eigentlich als Feinsteller ziemlich dämlich. Das so, das war ich. Wohin? Welche Richtung ist er? Links, rechts? Ich habe immer noch Herzklopfen. Ich bin bei der Feuertonne. Er ist links von mir vorbeigerannt. Da bin ich ja. Ich habe auch kein Herzklopfen mehr. Versuch mal zu mir zu kommen. Der hat keine Falle gestellt. Nein, Herzkasper. Von der anderen Seite kommt auch schon jemand angerannt. Ja, ist er weiter weg als ich? Nee, der kommt jetzt gleich bei mir. Oh, deswegen mache ich das jetzt nicht. Wird auch gleich geheilt von der Lost Kiki. Oh, er ist hier unten in dem großen Gebäude. Ja, das ist gut, dann kann ich mich in Ruhe heilen. Geh mal mit dir mit. Vielleicht krieg ich auch ein Date. Boah. Nein! Ah! Du Arschloch, du. Ach nein, hier geht's auch noch. Na, tolle Wurst. Ich muss jetzt. Das wird jetzt echt kacke. Kacke! Nein, ach Virus, kacke, hättest du mal gewartet. Ach, du bist ein Blödmann. Und ich hätte auch weiterlaufen können, aber ich habe nicht nach hinten geguckt. Aber vielleicht habe ich Zeit, um mich frei zu wickeln. Aber der ist speedmäßig, ey, ist der echt. Ja, nee, ist jetzt auch Keller, Alter. Willst du mich natzen? Ach, kacke, Mann, kurz davor. Das tut im SS-System. Oh, du bist ganz schön weit weg. Ja, wenn du so weit wegrennst, kann ich auch nichts dafür. Entschuldigung, ich habe hier eine neue Verlobte, die will Begleitung haben. So. Ich warte die ganze Zeit, dass ich irgendwann mal eine alte kriege, halt, und ihm laufen sie da, weiß ich der ja. So, leichtes Herz, Kaspar. Meine Zigarette im Maul, die dampft auch nicht mehr, die hat auch schon ausgekaut. Das ist so wieder ein taktisch, so ein beschissener Camper. Der ist wieder irgendwo in der Nähe. Ja, und der steht irgendwo dumm rum. Also ist echt Arschlochlein. Einer muss ablenken. Und einer muss wieder raus. Genau da hat er den Falle hingelegt. Genau da, wo der Generator zu sehen ist. In der Wand hat er da einen ersten Falle hingelegt. Ist das ein Badass Killer? Ich weiß nicht, der gesagt hat. Ich weiß. Ist das ein mieser Sack? Da tat ich noch gewusst, dass wir da rein mit dem Handel, um ihn zu holen. Und ich hänge wieder. Ja komm, renn doch mal schneller, Mensch, Opa! Und ich muss kämpfen. Hab aber kein Herzkasper mehr.
Herzklopfer bei dir? Nein, ich hab kein Herzklopfen. Keins. Aber das schaffst du ja nicht mehr rechtzeitig. Mal sehen, ob sie es noch schafft. Die Kiwi, aber ich glaub's nicht. 3, 2, 1, bin ich. Ah, nein! Fuck, ganz knapp, Alter. Mann, ey. Konzentrier dich mal, Puppe. Jetzt hast du sie als Date. Weil steht sie auf alte Männer. Na. Ist das ein bescheuerter Killername? MLG Head. Alles klar, tu mich auf. So, ich beobachte dich wieder. Naja, da hinten rum. Also gehe ich das große Gebäude. Okay, die Kiwi ist ja gerade. Bei ihr ist er gerade nicht. Beim anderen auch nicht. Bei dir auch nicht. Moment. Ich weiß gar nicht, ob die Kiste schon geplündert worden wurde. Nee. Er ist bei mir. Nee. Leck dich in den Eck. Na, hau schon ab, du Riesen. Affe, du. So, jetzt weg. Jetzt. Jetzt hat er sowieso die Lust, Kiwi entdeckt. Okay, er hat den Oreg angewickelt. Okay. Okay, war dumm für ihn, aber verschafft euch noch ein bisschen Zeit. Bitte jetzt rausrennen. Wir sind der Kiwi her, glaube ich gleich. Na, sag was. Halt mich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ja, mach ich. Jetzt schlag bei Kiwi. Der andere hängt noch. Ist er da? Nee, der ist nicht bei dir, aber kannst hinrennen. Ah, pass auf, dass da keine. Doch, Herzklappen, der ist da. Die Kiwi versucht ihn, glaube ich, gerade zu retten, auch wenn sie angeschlagen ist. Ist das ein dummer Killer, ohne Scheiß. Der setzt unter den Leuten keine Fallen. Die rennen jetzt beide weg. Halten sie auf. Und der Regenerator, das dauert echt ewig, ey. Kiwi-like. Oh, gleich Argument, ey. Rennt wieder raus. Links dann hier vorbei. Ganz nach links und wieder zurück. Der bewacht sie gerade, also der rennt um ihr Gebiet rum gerade. Ja, ich habe da einen Generator gesehen, meine ich zumindest, ja. Also zieh mich lieber da dran, weil das bringt ja so nichts, wenn der schon wieder kennt, ey. An einem Generator war schon einer dran. Ja, es ist auf jeden Fall ein dummer Killer. Die Anzeige wieder nicht angezeigt hier mit dem Generator. Ja, einerseits vielleicht doch ein bisschen schlau, was Fallen anstellen geht. Er hat nur ein Glas eine Falle eingelegt, habe ich nicht gesehen. Jetzt sind beide dran.
beide hängen jetzt. Der eine ist tot. Scheiße. Genau in meine Richtung, ey. Zum Cocker, ey. Die Lost Kiwi hängt aber noch. Pass auf, nicht ins hohe Gras geht, ja. Der ist ziemlich intelligent, was hohe Gräser angeht, anscheinend. Okay, ich würde jetzt nicht behaupten, er wäre ein Drogenjunkie, aber mit Gras kennt er sich anscheinend aus. Kiwi ist auch jetzt schon fast tot. 3, 2, 1, weg. Und du bist allein, allein. Ich gucke mal da, wer ist denn das? Demon Samurai. Musst du schon, dass du die Klappe findest, wenn es sich aktiviert. Nicht ins hohe Gras rennen. Weil darauf wartet er nur, dass du ins hohe Gras gehst. Achtung, er ist bei dir. Schlechte Idee. Ja, er stellt schon wieder im hohen Gras fein auf. Oder er hat die Klappe gefunden, hat dort eine Falle jetzt gerade ausgelegt. Ja, jetzt setzt du überall im hohen Gras fein aus. Ich glaube, der ist hinter der Mauer da. Glaube ich auch, ja. Aber ich schätze mal, er hat aber auch die Klappe gefunden, denke ich mal. Nicht ins hohe Gras drin. Ja, ich hab ihn gesehen. Er ist jetzt gerade bei der Hütte. Hinter die Hütte gerannt. Aufpassen, nicht ins hohe Gras. Nur, dass du Schleichwege gehen kannst. Oh, gefährlich. Nicht reingehen. Der versteckt Fall in Gräser. Alles klar. Echt schwer, sich gerade zu konzentrieren. Ja, da hat der Killer Pech gehabt, dass wir bei den TS hocken. Ja, Teamwork. Was? Nee. Es ist zu gefährlich. Ich gucke mal da, wer ist denn das? Generator. Ist mir auch egal. Ja, ich such die Luke. Immer da nicht ins tiefe Gras gehen. Achtung! Der könnte jetzt hinter dir sein, ist dir klar. Wow! Hier geht jetzt die Generatoren ab, wie es ausschaut. Naja, deswegen habe ich jetzt gerade mal nicht auf dich gehört. So gut so. Achtung. Nicht panisch werden. Denk dran, der versteckt fein in hohem Gras. Jetzt sucht er die Schränke ab. Oh,
Mann. Achtung, aufpassen. Weil du jetzt die Nadel im Heuhaufen? Sagen. Ja, ich könnte jetzt so Punkte machen, Haken und so. Weil ich die Lupe finde, habe ich schon genug Punkte. Das würde ja aber hören, wenn du Haken machen willst. Boah, das gibt's doch nicht, Alter. Diese verkackte Klappe. Jetzt habe ich es einmal fast um die ganze Map gelaufen, oder nicht? Ja. Vielleicht ist die im Haus drin. Ich höre sie. Da ist sie. Und da ist eine Falle. Ich bin beinahe reingelatscht, ey. Na, Alter. Achtung, geh rein. Achtung, Alter. Alter. Ja, komm, weißt du. Der war nicht schlecht, Alter. Da hat er die Fallen aufgebaut. Dieser Lump, Alter. Ach ja, schön, schön, schön. Ja, Freunde, ich hoffe, euch hat diese nette, liebe, geile Runde mit dem lieben Holy als Co-Kommentator, Rator oder Ratgeber sehr gut gefallen. Und wenn ihr da auch mal dabei sein wollt, wie der liebe Holy auch euch helfen wird und ich natürlich auch, dann seid ihr alle recht herzlich willkommen. Und den Rest kennt ihr ja, habe ich weiter vorne schon erwähnt. Und jetzt hat der Holy noch das Wort. Ja, Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte eine ehrliche Bewertung da, ein ehrliches Feedback. Und unehrliche Bewertungen, unehrliche Feedbacks könnt ihr euch irgendwo sonst wo hinschieben. Sorry, wenn ich das so gesagt habe. Cheerio. Okay, ciao mit V.